Hula und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Ja, war Kako, Tante genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der mächtigen Fidschi-Horde, die auch jetzt mittlerweile endlich mal eine Horde ist. Und diese Fidschi-Horde, die wird sich jetzt gleich auf den Weg machen, dass wir hier unten diese Nationalisten Platz machen. Das ist der eine Durchgang und der andere Durchgang besteht darin, dass wir hier noch ein paar weitere Angriffskriege führen. Das wird uns vielleicht auch in Regionen hier drüben führen und vielleicht sogar hier noch weiter Richtung Ming. Könnte also auch noch interessant sein. Bisher sieht es insgesamt gut aus. Warum steht das eigentlich jetzt auf 19? Wahrscheinlich, weil ich die Regierungsreform hier bereits abgeschlossen habe. Ne? Da sind wir jetzt hier übrigens bei den Steppennomaden, okay? Und das können wir dann nur mit, okay, einer entsprechenden Anzahl an Punkten nochmal machen. Alles klar. Haben wir noch etwas an Gebäuden, was sich vielleicht lohnen könnte? Hier in Vanuatu auf jeden Fall. Und das auch. Und haben wir vielleicht hier noch ein Regierungsgebäude wie ein Gericht? Müssen wir nicht unbedingt machen, das ist eigentlich noch alles okay. Die Schiffswerft in Vitilevu lohnt sich vielleicht noch und in Lau sicherlich auch. So, noch genügend Bauplätze frei. Geld haben wir momentan auch noch hinreichend. Wir könnten noch in Eora und in Waikato noch Gebäude bauen, um die Rekrutenreserve schneller aufzufüllen. Denn das ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe für uns. Und dann würde ich sagen, mit einer Anzahl an Rekrutenreserven, die momentan gar nicht mal so super prickelnd aussieht, da müssen wir noch ein bisschen was tun, ne? Okay, wir warten jetzt, bis unsere Diplomaten zurückkommen. Wir haben momentan noch eine diplomatische Beziehung zu viel. Das ist momentan Bhutan. Staatsehebündnis haben wir da noch. Soweit alles erstmal aber noch in Ordnung. Das Bündnis hier könnten wir eigentlich auch auflösen. Machen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt. Zuerst greifen wir hier an. Brunei wird nicht mitmachen. Aber ich komme hier nicht raus. Und wir brauchen noch einen Anführer mit Belagerungsfähigkeiten. Soldaten. Irgendwo sollen drei rumgeistern. Ach, da unten sind die. Ja, guck mal. Die sind alle da unten. Die ganze Flotte übrigens auch. Interessanter Punkt. Guck mal, das kriegen wir alles mit. Das kriegen wir alles mitgeliefert. Ist ja der Wahnsinn. Okay. Dann schlage ich vor, die Bundeswehr wird ein bisschen die Truppen reduzieren. Passt das schon so? Eine Zweierfestung, das heißt, ich brauche 9 Regimenter. Wird also darauf hinauslaufen, dass wir die mal zurückmachen. Moment, das sind insgesamt 12, ne? 10 müssten es schon sein. Ansonsten bekommen wir das Ding nämlich nicht richtig. Und du kannst dann ansonsten erstmal auch warten. Du hast hier momentan noch keine Verbündeten angeschlossen. Mach das mal so rum. Vielleicht schließt sich hier ein Verbündeter an, dann können wir da nämlich Truppen rausnehmen. Das ist aber ganz gut. Dann verlieren wir da keine Truppen. Das da ist ein relativ billiger Krieg auf jeden Fall. Was machen wir mit den Jungs hier? Abwarten erstmal, würde ich fast sagen, ne? Können wir erstmal abwarten. Die 12, das Transportschiff, das ist ja fantastisch. Guck mal, dann nimmst du die hier nämlich schon mal mit. Ist momentan hier. Ja, dann, ich sag mal, Eora als nächstes Ziel, solange er da noch nicht angreift. Wie lange geht das noch? 15 Monate, alles klar. Reduzieren die Geschwindigkeit noch nicht, weil müssen wir momentan noch nicht. Die Flotte schicken wir mal darunter bei den 10 Schiffen. Das ist nicht so beeindruckend, was er da hat. Ich habe jetzt keine Schiffe verkauft, das ist noch ein bisschen doof. Ja, okay, gut, was können wir machen? 20% mehr Infanterie oder sowas. Tributstaaten übertragen ist jetzt noch nicht so unser Ding. Verbündeten wollen sich ja noch nicht anschließen. Achso, ja, der ist ja illoyal, ne? Wir haben ja die Religion durchgesetzt, ne? Okay.
Verkauft haben wir jetzt also auch noch nichts, aber Beziehungen wollen wir hier verbessern, damit wir den heiraten können. Jetzt tatsächlich, mittlerweile bin ich, so weit ist es schon gekommen. Warum? Wartet mal. Wen hast denn du da jetzt dabei? Ich habe das falsche Schiff mitgenommen. Okay. Hier hin bitte. Moment. Der Nationalisten, das ist gerade so die Art von Rebellen, die ich wirklich überhaupt nicht haben möchte. Dann hast du noch einen anderen Krieg, okay. Ja, durch den Transport werden jetzt leider wieder viele Truppen draufgehen, ne? Keine gute Sache, keine gute Sache. Ich glaube aber zumindest Palembang könnten wir auch noch so angreifen. Schätze ich auf jeden Fall mal. Das ist eine ganz normale Kogge, ne? Okay, dann fahr nochmal hier hin. Obwohl, stopp, da ist unsere Flotte, die wir ja loswerden wollen, ne? Und unsere Militärtechnologie ist da. So, und jetzt gibt es erstmal ganz, ganz lange keine. Jetzt gibt es erstmal ganz, ganz lange keine. Wollen wir die Scharmützelkavallerie? Ist für Überzahlgefechte die bessere Variante, ne? Ah, cool. Wir haben hochwertigen Tapperstoff. Über Tapperstoffe haben wir schon gesprochen. Die Tapperstoffe, die aus das müsste auch da drin stehen, aus welcher Rinde die hergestellt sind. Da, Papiermaulbeerbaum. Daraus werden die hergestellt, ne? Ich lese den Text gerade einmal vor. Tapperstoff ist ein Rindenbaststoff, der hauptsächlich im Pazifikgebiet hergestellt wird. Tapperstoffe kann für verschiedene Dinge verwendet werden, besonders aber für Kleidung. Aber auch zur Herstellung von schönen Ornamenten wegen ihrer Qualität sehr gefragt sind. Ich muss mich entschuldigen, das ist so super klein, das kann ich immer schlecht lesen. Tapper kann verziert und gefärbt werden und wird aus dem Papiermaulbeerbaum gewonnen. In jedem Dorf oder Weiler ist das Geräusch zu hören, wie Rinde geschlagen wird, um Tapper herzustellen. Unser Tapper ist in letzter Zeit wegen seiner Qualität besonders gefragt und wir kriegen jetzt für die nächsten... Wow! Für die nächsten... 25 Jahre? Du willst mich veräppeln. Kriegen wir 1 Dukat mehr pro Monat. Cool. Dazu müsste man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, diese Textilherstellung ist gerade halt in diesen Gesellschaften zu dieser Zeit wirklich äußerst grundlegend und auch entsprechend aufwendig. Aber auch eine ganz, ganz wichtige Einkommensquelle und das ist halt eben einer der... Vielleicht können wir übrigens können wir hier schon mal... Können wir da... Okay, da würde Sambas mitmachen. Dann warten wir wirklich noch ein bisschen. Sambas ist da drüben, ne? Jack macht nur mit, wenn ich dich angreife, ne? Da macht Jack und Sambas mit, okay. Ja, ne? Also das ist tatsächlich, ne? Sehr, ja, tatsächlich absolut grundlegend, weil alle Leute brauchen irgendwelche Stoffe ständig, ja? Für alle möglichen Sachen. Und das kannst du übrigens ausmachen. Das Ding werden wir nicht brauchen. Wie sieht das hier aus? Majapahit findet uns gut und Berau übrigens auch. Weil die eine andere Religion haben, ne? Da haben wir noch nicht die Religion erzwungen, ne? Das kommt aber noch. Behalten wir den Diplomaten jetzt noch da? Wir wollen ja auch noch hier unten kämpfen, nicht wahr? Ach, da haben wir jetzt gar nicht so viel verloren, tatsächlich. Das geht ja noch ganz gut. Du kannst 2 Schiffe abspalten, weil wir insgesamt 2 Schiffe zu viel haben und schick mir die nochmal hier hin. Wenn da mal gerade unsere Flotte, die wir noch mit dem Zu-Verkaufen-Schild versehen, die werden wir da mal gerade zwischenlagern. Du wirst dich wahrscheinlich damit zufrieden geben, wenn wir einfach nur diese Siedlung hier nehmen. Ah ja, ich muss hier drauf klicken. Da Majapahit der Erste sein wird, den wir
annektieren, werden wir da auch direkt loslegen. So, und du läufst mal los. 10. Januar. Du darfst einen Tag später ankommen. Okay, gut. Okay. Die eine Kanone nehmen wir auch mit, das ist korrekt. Super, wir haben die Provinz zurück. Blut wird fließen. Heieiei, mein Stammeskönig, es gehen die Gerüchte um, dass Moskau einen Angriff auf Dänemark in einem oder Aggressionskrieg vorbereitet. Es bleibt nicht viel Zeit. Heieiei. 61. Beziehungen mit Kastilien verbessern wir nochmal. Bessern wir nochmal in Lambangan. So, dann kannst du auch dann direkt nochmal zurückkommen und du jetzt übrigens auch. Das war ein kurzes Vergnügen. Wir erkunden, den Südatlantik. Den Südatlantik. Wenn er mir die Provinz so gibt, dann oder will ich noch irgendwas sonst von dem haben? Nicht lang, ne? Das ist alles unpassierbar. Du würdest mir Militärzugang geben. Und du gibst ihm bereits Militärzugang. Die gewähren Banjar Militärzugang. Das heißt, du musst hier hinlaufen. Da sind auch die 2000 Soldaten noch mit dabei, ne? Pass auf, wir laufen einmal hier hin. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas günstiger. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Einer unserer Generäle ist draufgegangen, das ist schade. War aber nicht der mit dem Belagerungswert. Gut, okay. Du bist eher noch so mittel. Aha. Für den Rückeroberungskriegsgrund, da gibt's ja keine AE. Und das würde wieder AE für eine Koalition geben. Und das würde noch Kutai. Okay, das ist dann wieder arg viel, ne? Ist das denn so eine krasse Provinz, Banjar? Ganz normal, ne? Ist lecker, aber ist eine Tributstadt von Brunei. Wen interessiert das? Das ist eine Werkstatt und da müssten wir noch gucken. Aber hier so, die Provinz hätte ich schon ganz gerne. Wir würden dann, was wäre eigentlich, wenn ich das plündern wollen würde, das ist unerheblich, ne? Also die gleiche Kultur, das würde nicht viel ausmachen, wir würden ja eine Kernprovinz zurückgeben, ne? Also das geht, glaube ich, schon. Ab hier rüber.
hier hinschicken. Och, der Waffenruhe. Leider noch sehr lange Waffenruhe, ne? Jetzt haben wir die Truppen halt schon mal da unten, ne? Also ich würde schon sagen, wir lassen sie vielleicht noch da. Außer die Söldis, die könnte man wahrscheinlich mitnehmen, ne? Aber sagen wir, holen mal nur die Söldner ab. Das ist ja, Söldner ist immer brauchbarer für uns. Aha, Mauerdurchbruch, sehr nice. So, die Reformation ist da. Und Hormus holt sich ein goldenes Zeitalter. Wie sieht es bei uns aus? Konvertierte Provinzen. 6 Stück brauchen wir. Easy, das schaffen wir. Konvertiert eine andere Nation, haben wir schon gemacht. Easy. Auch das. Verkauft unnütze Schiffe. Das müssen wir noch machen. So. 7 Stück. Sollen wir ihn direkt hier... Sollen wir ihn direkt versuchen, hier wegzuklatschen? Warte mal, besser. Ich glaube, wir belagern hier eh schneller, als er das irgendwie sehen kann. Hey, wir haben Influencer. Mit den Ming sollten wir irgendwann auch noch die Beziehungen verbessern. Einfach nur aus Gründen. Cool, wir haben Banja erobert. Nice, dann laufen wir noch hier hoch. Schade, kein Schiff erobert. Einfach nur alles platt gemacht. Okay. Ich möchte gerne eine Provinz hier oben halten. Der Klerus verliert Loyalität. Ja, schade für den Klerus, würde ich sagen. Das hat sich der Klerus anders vorgestellt. Gut, dann also Friedensvertrag. Dann musst du mir Banja geben, ne? Außerdem hätte ich gerne dein ganzes Geld. Kann ich noch irgendwas hier machen? Konvertieren kann ich nicht, ne? Kann aber noch sagen, um wieder ein bisschen Prestige zurückzubekommen. Aber das brauche ich eigentlich nicht, oder? Doch, beende mal deine Rivalität hier. So. Kriegsreparation nehmen wir noch. Brennt es nieder. Gibt es dafür auch nicht wirklich viel, ne? Kärntens. Reißt die Festung ab und gebt ihnen Autonomie. So, here we go again. Also die Wichtigkeit hier ist ganz einfach. Wir wollen ja auf jeden Fall vermeiden, dass halt hier, dass wir hier keinen Kriegsgrund mehr haben, ne? Also und dadurch, dass Brunei jetzt halt hier ist, haben wir nochmal mehr Möglichkeiten hier mit Kriegsgründen. Ne? Unser Vasall, das ist halt ganz cool, dass der halt hier noch einen hat. Auf jeden Fall. Aber so oder so ist es für uns praktischer, halt hier mehr Kriegsgründe zu haben. Wir könnten das Ding sogar zur Not auch noch an Majapahit abtreten. Aber da die keinen Anspruch drauf haben, bin ich da jetzt auch gerade noch nicht so angetan von dieser Vorstellung. Der Waffenstillstand hier... Der geht ja jetzt nur noch ein Jahr. Achso, wo ist eigentlich meine... wo sind eigentlich die Söldner? Sind die schon oben angekommen? Sind sie, ne? Cool. Dann werden wir jetzt ganz schnell nochmal... achso, die neuen hier. Die schickst du mir gerade dahin. Und das will ich ja irgendwie verkaufen, das Gerümbel da. Das Klump.
Den schickst du mir mal hier hin. Wie sieht es eigentlich aus auf den Osterinseln? Oh, da haben wir übrigens die Engländer schon gesehen. Aber es sind noch die Engländer und nicht die Briten. Das ist schon mal ganz gut. Achso, Rapa Nui kamen wir ja gerade nicht hin. Genau, das war ja der Müll an der Sache da, ne? Das war die eine. Und das war die andere auf dem Weg darüber, ne? Ja. Schön. Warten wir auf die Diplomaten. Das ist Banja und das ist jetzt Makassa. Das ist gut, weil wir haben ja angrenzende Provinzen. Makassa könnten wir dann auch mal sehr gut erobern. Weihrauch, schön. Bist du da? Am 7. Mai, dann besser erstmal nur hierhin. Der 19. April. Warum dauert das so lange? Und hier dauert wahrscheinlich auch so lange. 4. Mai, wow. Okay, krass. Verkaufen wir mal ein paar Schiffe, ne? Da suche ich mir jetzt mal gerade ein paar mögliche Partner aus. So, wir haben ein Schiff an Bhutan verkauft. Und jetzt gehen wir mal mit den anderen Schiffen hier hoch. Das ist übrigens tatsächlich für uns gar nicht mehr so ein großes. Oh, guck mal, der gibt uns sogar 20. Nice. Und jetzt müssten wir auch die das Flottenlimit entsprechend haben, ne, mit 52. Genau. Okay, dann ist das super. Und dann passt das doch genau. Wow, bist du langsam. Okay. Dann hol mal den Typen da drüben noch ab. Schnell hier hin. Was ist eigentlich mit unseren Galeeren? Lass doch mal nur die beschädigten Galeeren reparieren. 24.000 Mann. Mhm. Eine weitere Provinz konvertiert. Dann fangen wir mal mit Bali an. Bali geht auf jeden Fall schnell. Das bist du da drüben jetzt. Wenn ich dich angreife. Sundar macht nicht mit. Überlegenheit demonstrieren. Ja, aber warte noch eine Sekunde. Da sind nämlich gerade seine Schiffe unterwegs. So können wir es doch machen, ne? Guck mal, die sind alle so fit, die Schiffchen hier. Super. Okay, müssen wir noch hier irgendwas, wann noch was mit Berau? Die können wir momentan mal noch hier auf hinduistisch halten. Majapahit hat Schulden. Ganz erhebliche Schulden sogar. Mhm. Na, das ist ja immer ganz gut, weil dann kann man die leichter annektieren. Das geht aber erst in 2 Jahren, aber okay. Das ist ganz gut, um das Freiheitsstreben runterzukriegen. Ist es bei Jambi, gibt es da irgendein... Also da könnten wir mal gucken, ob es da auch so Sachen gibt. Wissensteilung. Nö, ist eigentlich egal, ne? Okay, schön. Dann machen wir jetzt unseren Krieg gegen Palembang, schlage ich vor. Ich will dich nicht voll mit reinnehmen. Überlegenheit demonstrieren genügt uns ja hier. Dann lass ihn nochmal vor.
Und brauchen wir noch einen neuen Anführer, vielleicht einen besseren, aber naja, wenn wir jetzt noch einen würfeln zwischen 4 und 10, ne? Das sind ja schon 7 Pips, ne? Aber einfach, es ist halt einfach nur Müll. Naja, gut, wir haben da genügend Zeit. Also da rennt uns nichts weg, das ist alles okay. Unser Diplomat kommt zurück. Kann der nochmal was machen? Der kann nochmal hier Beziehungen verbessern. Oder wo könnten wir das nochmal? Hier vielleicht noch eine Beziehung verbessern. Ja. Oh, und heiraten müssen wir den auch noch. Er ist das Leichtschiff versenkt. Schön. Haut natürlich nicht hin, weil die KI liebt eins ganz besonders. Festungen bauen. Bauen wir mal einen Bronzegussmörser, damit es etwas schneller da geht. Und nimm mir die mal mit, damit wir hier weitermachen können. Du erkundest mal weiter die Küsten. Nicht, was er fort. Wahrscheinlich will er da an meinen Vasall dran. Hier hinfahren, bitte. Flotte kannst du mal teilen. Der eine blockiert hier, der andere hier. Mal. Wenn wir hier schon mal das Bündnis lösen. Ach, das hast du jetzt besetzt. Dann damit unser Coring pausiert? Ist es, ne? Sambas macht jetzt verständlicherweise nicht mit. Wir können auch mal gerade gucken, wie viel Geld haben die denn? 110, das ist gar nicht mal so wenig, ne? Da haben die haben halt diese Goldprovinz. Das ist ja ganz nice, ne? Wollen wir die halt haben? Na, wir kommen halt dadurch nicht hier unbedingt weiter, aber die Hauptstadt nehmen ist auch nicht unbedingt die bessere Alternative, ne? Naja. Plündern wäre auf jeden Fall auch nicht das Beste. Ich schlag vor, wir warten, bis er hier denkt, er kann da belagern. Und dann machen wir den weg. Warte, wo ist die Kanone hier? Schick die mal darüber. Unser Navigator ist down gegangen. Ey, der war aber noch nicht alt, oder? Wir nehmen den Juvesa Tomasi, der die Beziehungen verbessern kann. Wir werden hier das Bündnis auflösen. Wir werden gleich hier die Festung eingenommen haben. Und dann darf es ein bisschen krachen. Ups.
Lass bitte ihn, ne? Dann noch den Südostpazifik. Warten wir noch den ersten ab. Am 6. März ist schlechter. Fahr lieber hier hin. Ja, wir machen die Diplomatietechnologie, weil wir dadurch ja nochmal mehr Kolonialwachstum bekommen. Und fertig. Schön. Du kannst zurückkommen. Den rushen wir weg. Wir haben halt einen Malus auf unseren Schadenswert, aber wir haben halt einen überlegenen Taktikwert. Deswegen sollte er das eigentlich nicht überstehen. Das ist jetzt aber wieder broken, ne? Das ist jetzt wieder dieses Ding, wo ich hier nicht durch kann, oder was? Ich kann da nicht durch, aber er kann da durch. Und ich habe keinerlei Ahnung, warum. Aber es ist irgendwie ein bisschen doof. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn die KI so Sachen kann, die ich nicht kann. Das ist mir äußerst zuwider. Okay, okay, okay. Das ist einfach echt nur blöd. Das ist echt nur blöd. Ja, jetzt ist er exiliert, ne? So ein Quatsch, ne? So ein Quatsch natürlich. Weil vorher hat er aber natürlich... Obwohl, da ist er so lang gelaufen, ne? Aber wie der da durchgekommen ist, naja, egal.
Das ist nur, weil ich das core, ne? Mal auf damit. Und zwar halbier die mal bitte und komm mal wieder hier rüber. Und du wirst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mitnehmen. Und die fahren hier hin. Wenn du da jetzt landen willst, dann bist du dann da. Am 20. Okay, dann passt das. Ja, gut, dann kriege ich wahrscheinlich jetzt ein... Ach, guck mal, das zählt aber nicht als seine Region. Ach so, weil er das selber gar nicht erobert hat, ne? Okay. Gut, gut, bin ich mit einverstanden. Nehme ihn hier mit und schicke den darüber. Das ganz genau. Und fahr du hier hin. Um genau zu sein, besser hier hin. Da das die Söldner sind, müssen wir nicht so genau auf die Rekrutenreserven achten. Und wir holen uns jetzt hier von dieser Armee die Kanone. Und die Brüderlein hier. Die Coverkultur. Indem wir die trockenen Wurzeln der Coverpflanze wässern, erhalten wir ein halluzinogenes Getränk, das auch Cover genannt wird. Cover ist ein zentraler Bestandteil der meisten Zeremonien im gesamten polynesischen Dreieck und Teil eines stark ritualisierten Aktes, der einem festen Regelwerk und einer strengen Ordnung folgt. Da der Prozess der Herstellung dieses Getränks nicht in Stein gemeißelt ist, können die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen. Das letzte Fest, das wir mit einigen wichtigen Mitgliedern unserer eigenen und benachbarten Gesellschaft hatten, das ist ein toller Satz, war dank des hochwertigen Cover, den wir servierten, ein voller Erfolg. Unser Ruf als Gastgeber hat sich stark verbessert. Thematische Reputation und verbesserte Beziehung für die nächsten 25 Jährchen. Unsere Waffenstillstände verenden vielleicht. Dann mach halt so. Das dauert noch ein Momentchen, bis hier unsere Flotte angekommen ist. Erstmal konvertieren wir wieder, ne? So, Moment mal bitte. Hier da. Ja, 3900, das ist halt noch nicht so wahnsinnig viel, ne? Das mit den Staaten, das müssen wir uns noch gut überlegen. Das müssen wir mal schauen, wie wir das so kulturmäßig machen. Ob wir Kulturswitches machen, ich weiß es noch nicht genau. Tech-Switches jetzt nicht unbedingt. Kulturswitches, das ist halt eher so das Ding, das weiß ich noch nicht. Ah, der Spielmann, der gibt uns einen Stabi-Punkt. Mal schnell hin. Ich hole die Hälfte darüber. So. Da sind wir. Schön. Okay, da sind wir dabei. Das ist prima. Fahr du mal zurück. Wir müssen da ein paar Ticks geben, weil ich will da nicht mehr unbedingt die ganze Zeit da an der Küste rumeiern. Gilt das übrigens auch für Admiräle? Ne, die kosten immer noch gleich viel, ne? Dann nehmen wir aber mal einen mit.
Dann kann ich dir den Hordenkrieg erklären. Ja, dann rufe ich Pallava noch mit rein. Und ich sag hier, du schließt dich mal der Freien Kompanie an. Okay, cool. Der will mich da wohl belagern, okay. Oder auch nicht. Jetzt kann er belagern. Aber er ist halt viel langsamer als wir, das bringt ihm nichts. Na, guck mal, unser Verbündeter hier, ne? Der besetzt für uns, das ist sehr schön. Komm, einer noch. Aha. Na also. So, erster Separatfrieden. Das darfst du mir bitte geben. Wie sieht das aus mit der Koalition? Na, geht nur halbwegs. Kutai kriegt so viel. Auf minus 69, dass da gäbe noch mehr. Krass. Achso, weil das die Goldprovinz ist, ne? Da sind wir natürlich besser dran, wenn wir einfach nur die Hauptstadt wegnehmen. Auf jeden Fall will ich dein ganzes Geld haben. Will ich die Hauptstadt plündern? Halten wir zusätzlich 110. Das bringt auch AE. Aber die Provinz hätte ich schon ganz gerne. Aus Gründen der strategischen Kriegsführung. So, du kommst zurück. Kapitel Palembang, ja, das ist doch super. Wir wollen ja tatsächlich. Ah! Wir wollen ja tatsächlich. Ich sollte nicht auf Fünffacher spielen, das ist einfach zu flott. Ja, Kavallerie bitte. Wir wollen ja tatsächlich auch hier an möglichst vielen Orten präsent sein, damit wir möglichst lange möglichst viel Waffenstillstände haben können. Das ist für uns tatsächlich auch nicht unerheblich. So, und jetzt aber hier. So, das nehmen wir bitte einmal komplett. Mit allem mit. Alter, du meinst es nicht ernst, ne? Ja gut, aber eine Koalition gibt es hier nicht. Die anderen haben ja Waffenstillstände mit uns, ne? Sunda Banja und Sambas, die haben alle Waffenstillstände. So, weg mit der Festung. Den Kram hier, den plündern wir. Und das kannst du dann gleich Siak geben. Oder behalten wir das? Ja, gucken wir mal. Also wir können es auch hier unser... Jambi meine ich, ja. Siak ist ja unser Rivale. Schmeiß den mal raus. Niemand braucht den. Sind zu wenig Machtprojektionen. Damn it. Okay. Im nächsten Teil sehen wir uns wieder. Macht's gut bis dahin. Ich freue mich, wenn wir uns nochmal sehen. Bis dann. Pax Vobiscum und Valete.